Dem von einem Erdbeben schwer getroffenen Haiti droht die nächste Naturkatastrophe. Ein Tropensturm zieht über den Karibikstaat hinweg. Befürchtet wird, dass starker Niederschlag Erdrutsche auslösen könnte. Laut Wettervorhersage wird erwartet, dass sich der Sturm westwärts in Richtung der mexikanischen Halbinsel Yucatan bewegt. Nach dem Erdbeben, das Haiti am Samstag mit einer Stärke von 7,2 erschütterte, ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 1.400 gestiegen. Fast 7.000 Verletzte sind zu verzeichnen. Mehr als 37.000 Häuser wurden zerstört, meldet der Zivilschutz. Unterstützungsleistungen aus dem Ausland sind angelaufen. Die US-Armee hat eine Inspektionsgruppe nach Haiti geschickt, um die benötigte Hilfe abschätzen zu können. Zudem verschaffen sich die USA mit Aufklärungsflügen ein Bild vom Katastrophengebiet. Politisch ist die Lage in Haiti seit der Ermordung von Staatspräsident Jovenel Moïse Anfang Juli angespannt und ungewiss. Zuletzt hatte der Ermittlungsrichter, der nur wenige Tage zuvor mit der Aufklärung der Tat betraut worden war, den Fall wieder abgegeben.